Heute vor einem Jahr wurde auf Malta die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia brutal durch eine Autobombe ermordet. Nach allem, was wir im Moment wissen, müssen wir davon ausgehen, dass sie wegen ihrer Arbeit ermordet worden ist. Leider wissen wir bislang nichts über die Hintermänner dieses brutalen Anschlags auf Daphne Caruana Galizia. Es sitzen zwar mutmaßliche Mörder in Haft, aber die Hintermänner, die müssen aufgeklärt werden. Wer hatte ein echtes Interesse? Reporter ohne Grenzen fordert Wahrheit und Gerechtigkeit für Daphne Caruana Galizia, denn ein Mord in einem europäischen Union-Mitgliedsland ist nicht hinnehmbar. Es ist an den maltesischen Behörden zu zeigen, dass sie ein Interesse an Wahrheit haben. Deswegen fordern wir Wahrheit und Gerechtigkeit diese Woche auch auf Malta, in politischen Gesprächen, in Demonstrationen und Aktionen auf Malta.